Willkommen zurück zu Yoshi's New Island. Wir machen weiter. Herausforderung U-Boot. Beginnen wir zuerst und dann gehen wir zum Speziallevel über. Mal sehen, ob wir die Herausforderungen gleich im ersten Versuch also schaffen werden. Ich muss das auf jeden Fall hier hinten machen. Und ich denke mal nicht. Also im Prinzip von schaffen meine ich, ob ich die... Ja, so wie damals bei dem... Was war es? Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall die Zeit. Und das Geld. Ich weiß, ihr seht nichts, aber was soll ich machen? Capture Card kaufen? Möglichkeit. Ich sammle hier auf jeden Fall nicht alles. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich will es einfach nur durchschaffen. Und mit vielen One-Ups hier. Ah, der Ski... Nee, der Schlitten-Yoshi war es, mit dem ich... so Probleme hatte. Genau. Das war's. So, ich habe 2 One-Ups, glaube ich, verpasst und da gehen wir dem Ende zu. Okay. Gut. Easy peasy. Easy peasy. So, 8 One-Ups und 10 waren wir wahrscheinlich wieder möglich, weil 10 sind, glaube ich, immer Standard. Und jetzt gehen wir zu dem letzten Level dieses Spiels. Welt 6S. Lodender Lavalauf. Und ich versuche, das alles... gleichzeitig einzusammeln, also natürlich ist das Pflicht. Okay, let's go. Lodernder Lavalauf. Wir sehen hier schon die Blöcke und um die wird es sich größtenteils drehen. Was heißt größtenteils? Es wird sich nur um diese scheiß Blöcke drehen. Und hier sind echt gewagte Sprünge gefragt. Jo, können wir gleich schon baden gehen? Und heute ist Warmbadetag, wie ihr seht. Und ich muss mal hier das Ganze hier ein bisschen rüberschieben. Weil da steht neben mir so... Wie soll man das nennen? Schulzeug? Ja, so kann man es nennen. Und das versperrt mir gerade die Hand, dass ich den nicht so richtig mit dem Schiebenfett wegen kann. Dementsprechend. Schauen wir jetzt weiter, wie es mit der Haltung läuft. Meiner Ansicht nach läuft es viel besser. Obwohl wir bis hierhin noch keine Probleme vorhin hatten. So ein bisschen Zeit verloren. So, jetzt gleich direkt nach oben drücken. Okay, 10 rote Münzen haben wir schon, 2 Blumen. Ich hoffe auch nicht, dass der Part zu kurz wird. Das ist nochmal ein Problem. So, hier steigt der Lavapegel. Aber ist ja nichts Neues. Kennen wir uns ja aus. So, da war eine Blume. Ich hätte gedacht, da kommen Sternteile raus. So, hier bloß kein Ei verschwenden. Es wäre riskant, das zu tun. Es ist spannend. Es bleibt auch spannend, wenn wir das alles auf Anhieb schaffen. Ich sehe schon die Lava. So, die 2 Münzen weiß ich aus sicherer Quelle, dass die nichts verbergen. Hier die letzten Sternteile und leider wurde der Part dann doch zu kurz. Wir haben alles geschafft auf Anhieb. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und sogar noch die Juwelen. Medaillen. Was labe ich mit Juwelen? So! Das war's! Was ist denn hier los? Ja, es war im Endeffekt zu einfach. Alles abgeklappert. Welt 1, Welt 2, Welt 3, Welt 4, Welt 5, Welt 6. Alles abgeschlossen. Und ja, was soll man dazu sagen? Dazu sagen wir gehen zum Title Screen. Schauen uns an,
Nein, das war schlecht. Wir wollen zum ganzen Title Screen. 306 Leben haben wir übrigens gehabt, habe ich gerade gesehen. Ja. Wir haben alles abgeschlossen. Mit 44 Yoshis. In der anderen Datei habe ich fast 400 gebraucht. Das sieht man mal. Also, tut mir leid für den kurzen Part, aber was soll man machen? Wir sehen uns wieder bei FIFA 13, bei den anderen Projekten, die ja noch laufen. Irgendwann lade ich auch wieder The Legend of Zelda. Minish Cap und A Link Between Worlds hoch. Also, bleibt dran auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Nicht verpassen. Bis dann. Und ciao.